Ihr müsst kein Geld sparen, ihr könnt auch ganz, ganz viel Geld ausgeben. Dann kriegt ihr über den PSN-Store dasselbe, als wenn ihr es über Ineba kauft. Aber bei Ineba spart ihr Geld. Und ihr tut was Gutes. Und ihr kriegt, was ihr wollt. Ich würde mal auf Ineba.com reingehen. Nutzt den Code Chappy, kriegt 3% auf eure Bestellung und schreibt mir dann, dass ihr was Geiles habt. Vielleicht gibt es auch ein Danke oben drauf. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute kümmern wir uns um das Thema Abschussserien bzw. Spezi-Bonus. Ihr habt ja zwei Optionen im Prinzip. Ihr könnt ganz normale Abschussserien nehmen, so wie ihr das kennt. Bedenkt dabei, ihr könnt eure Abschussserien pro Leben nur einmal verdienen. Warum auch immer das so entschieden wurde. Und wenn ihr dann ein paar Kills damit machen wollt, könnt ihr theoretisch die Drohne nehmen. Dazu nehmt ihr den Vitoi-Jet, der sehr, sehr gut ist und Kampfflugzeug oder Inhalter, wenn ihr ihn später habt, ab 48. Wenn ihr Herrschaft spielt und das Gefühl habt, dass ihr nicht dafür belohnt werdet, eine Flagge einzunehmen oder Abschuss bestätigt später oder Capture the Flag, dann habt ihr eine andere Möglichkeit. Dann könnt ihr, wenn ihr hier auf R2 drückt, sehen, was die Abschussserien an Punkten kosten. Dann kriegt ihr nicht nach 6 Kills eure Abschussserie, sondern nach 600 Punkten zum Beispiel. In dem Fall wäre es so, dass die Drohne 500 Punkte kostet, der VTOL-Jet kostet euch 1000 Punkte und das Kampfflugzeug 1500. Dann könnt ihr hier gucken, zum Beispiel bringt die Drohne, da könnt ihr dann eine rufen, ihr kriegt dann 100 Punkte für eine Drohne. Das heißt, ihr kriegt nicht für die Assist-Punkte, sondern für die Drohne an sich bekommt ihr einfach 100 Punkte. Genauso wie ihr für einen Kill 100 Punkte bekommt. Wenn ihr Munition hinwerft, bekommt ihr glaube ich 10 pro Typ, der sich Munition nimmt. Müsst ihr später mal ausprobieren, das Ganze geht relativ einfach, dafür braucht ihr nur ein Perk. Und dieses Perk, was ihr dafür braucht, das bekommt ihr hier, dann geht ihr hier rein und das heißt Punktefreund. Wandeln sie ihre Abschussserien in Punkteserien um. Das könnt ihr später nehmen, dauert bis Level 49. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich kriege meine Abschussserien nur einmal pro Leben, das lohnt sich nicht, könnt ihr bis Level 29 spielen. Wenn ihr Level 29 erreicht habt, habt ihr die Möglichkeit, hier bei den Perks auf Viereck zu drücken. Dann passiert etwas. Dann habt ihr ganz viel mehr Auswahl als vorher. Ihr habt die ersten drei Reihen ganz normal, so wie ihr es vorher auch habt, extra 1, extra 2, extra 3. Und dann habt ihr anstatt den Punkteserien die Möglichkeit, den Spezi-Bonus auszuwählen. Ihr bekommt bei 2, 4 und 6 Abschüssen jeweils einen Perk dazu und beim 7. Abschuss bekommt ihr dann nicht nur einen Perk noch dazu, sondern alle Perks, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt freigeschaltet habt. Das bedeutet, wenn ihr hier als extra 2 Hardliner habt, bekommt ihr nicht bei 2 Abschüssen auffüllen, das erste Perk, sondern bei einem Abschuss. Und das nächste bei 3 und das nächste bei 5. Und bei 6 Abschüssen insgesamt habt ihr euren Spezi-Bonus bereits. Das würde ich euch wirklich ans Herz legen, weil es deutlich besser ist, und ich zeige euch das gleich in dem Gameplay, erkläre das nochmal, als die Serien zu nehmen, die man nur einmal nehmen kann. Aber bedenkt dabei, wenn ihr gerade Level 29 seid, dann fehlen euch noch so ein paar Perks, die ihr vielleicht gerne haben möchtet. Zum Beispiel zusammenflicken. Das kriegt ihr erst bei Level 42. Kundschafter für Feldaufrüstung, Abschussserien, ihr könnt für eure Team Ausrüstung markieren, kriegt ihr auch erst bei 38. Fährtenleser, kennt ihr aus Black Ops 4, Black Ops 3 und so, kriegt ihr bei 51 erst. Ihr kriegt nur die Perks freigeschaltet im Spezi-Bonus, die ihr bis zu diesem Punkt auch erspielt habt. Das heißt, überlegt euch ganz genau, wann ihr die Sachen nehmen wollt, ab wann sich das vom Level her für euch lohnt und ob ihr gut genug seid. Euch bringt der Spezi-Bonus nichts, wenn ihr im Schnitt nur 2 Kills pro Leben macht, weil dann kommt ihr nicht weit genug damit. Wenn euch das jetzt schon mal geholfen hat, bleibt dran. Ihr seht das Ganze gleich im Gameplay, wie man damit auch seine Ausrüstung auffüllt und ein paar Kills macht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support gestern. 200 Likes sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich bin raus. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, ihr seht im Hintergrund ein Gameplay mit dem Spezi-Bonus. Ihr könnt, das habe ich euch ja eben schon einmal ganz kurz gezeigt, erstmal 3 ganz normale Perks nehmen, die ihr auch nehmt, wenn ihr Streaks habt. Das heißt, aus der Kategorie 1, 2 und 3 habt ihr jeweils einen Perk. Und wenn ihr diese 3 Perks habt, könnt ihr 3 weitere auswählen. Die bekommt ihr bei 2, 4 und 6 Kills am Ende. Wenn ihr diese Perks ausgewählt habt, dann könnt ihr auch gucken, wenn ihr Hardliner als eins eurer ersten 3 Perks nehmt, dann kriegt ihr die ganzen bei einem Kill, bei 3 Kill und bei 5 Kills und beim 6. Kill ist dann der Spezi-Bonus.
Im Spezi-Bonus drinne sind, wie ich es eben schon gesagt habe, alle Perks, die ihr bis zu diesem Punkt freigeschaltet habt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Level 55 seid, habt ihr mit dem Spezi-Bonus alle Perks. Wenn ihr Level 30 seid, kriegt ihr im Spezi-Bonus nur die Perks, die bis zu diesem Level auch freigeschaltet sind. Gerade dieses Perk bei Level 47 müsste das sein. Zusammenflicken heißt das. Wenn ihr eine Flagge einnehmt oder wenn jemanden killt, dann regeneriert ihr schneller. Da geier ich schon seit gewisser Zeit drauf. Dauert noch ein bisschen vom Level her. Das ist aber dann eine dieser Sachen, die auf jeden Fall im Spezi-Bonus richtig was wert sind. Ich habe euch ja gesagt, ich werde euch die ganze Woche mit Infos und Videos füttern, die euch helfen werden. Und ich werde euch jetzt schon eins sagen. Dieses Spiel bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Und das hat nichts damit zu tun, dass man hier keine 100 Kills in der Runde macht. Das ist gefühlt unmöglich, es sei denn, man spielt hier Ground War, wo es vielleicht möglich ist, weil es so viele Gegner gibt. Aber in den normalen Modi hier, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das Map-Design plus das Verhalten der Community sorgt dafür, dass man insgesamt eher Kopfschmerzen bekommt und einen an der Waffel, als dass man es wirklich genießen kann. Es ist super schwer für mich, euch das irgendwie so beizubringen, ohne dass es gleich wieder heißt, ich hate hier alles. Aber jeder, der dieses Spiel auch nur eine Sekunde gespielt hat, sollte selber realisiert haben, auf was das hier hinausläuft. Das Map-Design ist absolut grausam und Infinity Ward hat ja selber bei Twitter heute geschrieben, dass sie jeden Spielstil fördern wollen. Das Einzige, was hier aber leider gefördert wird, ist das reine Schimmeln und Campen. Und das, was ihr so im Hintergrund seht, ist tatsächlich die beste Runde, die ich in 9 Stunden Spielzeit mit dem Spezialistenbonus erspielen konnte. Er ist deutlich besser als die einzelnen Streaks, aus dem einfachen Grund, dass die Streaks pro Leben halt nur einmal zählen, das bringt einem nichts. Aber das, was ihr hier seht, ist die Meta des Games, was die Spieleentwickler fördern wollen. Sitzt in der Ecke, campt, killt ein, legt eine Claymore, killt noch ein, setzt euch wieder in die Ecke, wartet. Es gibt auf jeder Map 3000 Headliches, 4000 Fenster, 5000 Wege und 6000 Ebenen. Jede Map ist nach diesem Prinzip aufgebaut. Die einzigen beiden Maps, die man so etwas besser spielen kann, sind Hackney Yard und Run Gunner. Oder Gun Runner, ich weiß nicht ganz, wie sie heißt. Ich habe das und ich weiß, dass es einige von euch negativ kommentiert haben, in meinem ersten Video, am ersten Tag zur MW-Beta gesagt, auf was das hier hinausläuft. Ich habe die drei Maps gesehen in der Beta und habe euch gesagt, dass der Aufbau der Maps der gleiche sein wird. Und zwar in jeder Map, die hier später kommt. Und ich wurde von allen Seiten angegriffen und wie ich sowas sagen kann und das ist doch Schwachsinn und die Leute campen nicht und das Endprodukt seht ihr. Und es ist ja nicht nur so, dass sich einzelne Leute darüber beschweren. Es sind YouTuber, es ist Scampi, es ist Optik Formel, es ist der gesamte neue Chicago MLG Club da, wie die heißen. Pamarsch beschwert sich, normale Spieler beschweren sich, YouTuber beschweren sich. Und es ist ja nicht mal nur Beschweren, es ist einfach, wir sind mit diesem Spiel an einem Punkt nach 3 Tagen, wo ich ehrlich sagen muss, es ist gefühlt unspielbar. Es ist wirklich unspielbar. Dazu kommt, dass das Skill-Based Matchmaking noch extremer ist, als es in der Beta schon war. Das seht ihr daran, dass ihr nach jeder Runde eine neue Lobby bekommt. Das ist nicht so, dass die sich da einen Spaß draus gemacht haben, sondern nach jeder Runde wird aufs Neue euer Skill, eure Punkte, eure KD gewertet. Seht, wie man hier stirbt. Das ist... ja. Mega guter Typ. Das Skill-Based Matchmaking sorgt dafür, dass ihr nach jeder Runde eine komplett neue Lobby bekommt. Und wenn ihr eine insgesamt richtig tiefe KD habt, das habe ich jetzt einige gesehen, die das so machen, eine 03, 04er KD, weil die sich nach unten boosten, dann haben die den Vorteil, dass sie in der Runde darauf, wenn sie dann irgendwann eine negative KD erreicht haben, deutlich bessere Lobbys bekommen. Skill-Based Matchmaking hat in COD nichts zu suchen und schon gar nicht, wenn das so extrem ist wie in diesem Spiel hier. Das ist wirklich abnormal, was auf diesen Maps passiert. Es ist absolut abnormal, wie die Community diese Maps spielt. Es ist ja nicht nur so, dass die Maps einfach schlecht gemacht und designt sind und deswegen so viele Möglichkeiten zum Campen sind. Die Leute machen es ja auch.
Wir sind echt an dem Punkt nach 3 Tagen, wo unglaublich viele bei Twitter in einem Shitstorm ausgebrochen sind und ich kann es komplett nachvollziehen. Ihr habt teilweise nicht mal die Möglichkeit zu sehen, von wo ihr getötet werdet. Ihr seht es nicht. Und das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man irgendwie sich an das Spiel gewöhnen muss oder das Ganze irgendwie ein bisschen adapten muss. Das ist in diesem Spiel nicht möglich. Ich habe, glaube ich, insgesamt 15 Runden TDM bisher gespielt und nicht eine einzige TDM-Runde habe ich erlebt, die bis zum Limit von 75 Kills ging. Nicht eine einzige. Die Runden hören meistens aufgrund der Zeit von 10 Minuten vorher auf und es sind nur 75 Kills. Wir reden ja nicht mal von TDM bis 100. Das, was hier teilweise wirklich gespielt wird und wie man spielen muss, ist so frustrierend, weil es auch wieder hier so ist, dass so viel Potenzial ist. Infinity Ward hat sich mit Absicht für diesen Weg entschieden. Sie haben gesagt, sie wollen, dass es so gespielt wird, sie wollen, dass gecampt wird, sie wollen, dass man jeden Spielstil an den Tag legen kann. Das Problem ist, dass man dabei vergessen hat, dass Rushen nicht mehr möglich ist. Vor allen Dingen, und das ist fast ein größerer Kritikpunkt als diese miserablen Maps, was wir hier haben. Die Fußschritte sind so laut, dass Gegner sich um die Ecke drehen, 18 Meter bevor ich da bin, weil sie hören, dass ich komme. Und das ist einfach nervtötend. Das sorgt dafür, dass man, auch wenn man auf der Minimap nichts sehen kann, einfach nicht ordentlich spielen kann. Man kann keine gute Runden spielen, man kann nicht ordentlich spielen, es geht überhaupt nichts. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, das muss so schnell wie möglich geändert werden. Die müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass die Fußschritte leiser sind, dass man auf den Minimaps sehen kann, wenn Gegner schießen, damit man hier mal, obwohl die Maps immer noch so scheiße bleiben werden, zumindest ein bisschen bessere Möglichkeit hat. Dazu ist für mich absolut unverständlich, warum man pro Leben nur einmal seine Streaks bekommen kann. Das ist nicht ganz so schlimm wie alles andere, weil man meistens sowieso nicht lange genug lebt, aber gerade sowas wie ein Hater möchte man, wenn man eine gute Runde hat und den vielleicht mal erreicht, dann möchte man den eventuell ja auch noch ein zweites Mal haben. Aber aktuell ist es so, dass ihr euch im Prinzip vorher töten lassen müsstet, dass ihr dann den Hater erspielen könnt, dann wieder töten lasst und wieder einen Hater erspielen. Das, ganz ehrlich, macht überhaupt keinen Sinn für mich und ich weiß auch nicht, was das soll. Es sind so viele Sachen in diesem Game, die geändert worden sind, nach denen niemals jemand gefragt hat. Diese Freelane-Maps, die wir in allen CODs bisher hatten, sind nun mal die Basis von einem guten COD und das haben wir hier einfach nicht. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, versucht es mit dem Spezi-Bonus. Der ist definitiv besser als einzelne Streaks zu nehmen, weil einmal eine Drohne bringt einem auch nicht so viel. Ihr habt dann zumindest die Möglichkeit, dass wenn ihr alle Perks einmal freigeschaltet habt, ihr so ein bisschen tankiger seid. Das heißt, ihr habt dann ja die Möglichkeit, dass eure Ausrüstung aufgeladen wird. Ihr könnt ein bisschen weiter sprinten. Das haben sie ja von der Beta auch nochmal verkürzt zu jetzt. Ihr könnt dann, wenn ihr geflasht werdet, schneller euch wieder bewegen. Ihr habt die Möglichkeit mit dem Zusammenflicken-Perk, wenn ihr angeschossen werdet, euch schneller zu heilen. Das sind alles so Sachen, die auf jeden Fall beim Spezi-Bonus ein Vorteil sind. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr darauf eingeht und dass ihr den mal probiert. Ab Level 29, wie gesagt, kriegt ihr den. Ich hoffe, dass sich hier einiges grundlegend ändert. Ansonsten müssen wir mal gucken, was draus wird. Aber wie versprochen, die ganze Woche gibt es ein Video und mal gucken, wie sich die Woche so entwickelt. Die arbeiten ja aktuell am dem Problem mit Totenstille, dass die Fußschritte einfach so laut sind, dass man einen an der Waffel kriegt. Lasst uns abwarten, was da noch kommt. Ich bin raus für heute, Leute. Haut rein.